Hier in dieser flachen norddeutschen Heidelandschaft bin ich schon Jahre zuvor tagtäglich mit den Hunden spazieren gegangen. Anfang Januar erfuhr ich davon, dass der Naturschutzbund zum Vogelzählen aufgerufen hatte. Und ich habe mir gedacht, ich könnte doch mal schauen, was für Arten und wie viele davon es bei uns so geben möge. Ich musste feststellen, dass ich nicht die leiseste Ahnung davon hatte, wie viele Arten es hier gibt. Bei der Vielfalt allerdings schlagen die Vögel alle anderen um Längen. Natürlich sind Rehe die größten Tiere und man hatte auch schon davon gehört, dass es Füchse und Hasen geben soll, nur zu sehen waren sie kaum. Von der viel zitierten Wildschweinplage sah man auch höchstens aus weiter Ferne mal ein paar Tiere oder eine Kuhle, wo sie sich gesuhlt hatten. Dazu musste man aber schon sehr weit hinauslaufen. Zunächst einmal musste ich auf die Suche gehen und schauen, was ich so entdecken könnte. Ich habe gelernt, dass das alte Sprichwort vom gut Ding, das Weile haben will, absolut zutrifft. Aber dazu später mehr. Über Weihnachten und Neujahr hatte ich zahlreiche Naturfilme geschaut, unter anderem auch Filme über Krähen. Und ich war sehr erstaunt und fasziniert, wie hochintelligent diese Tiere sind. Das war auch ein großer Grund, warum ich schauen wollte. Und allein aus diesen beiden Vorhaben ist nun unterdessen ein ganzes Jahr Naturbeobachtung geworden, von dem ich jetzt hier so nach und nach Video für Video berichten möchte. Das Gebiet, in dem ich mich hier tagtäglich herumtreibe, liegt direkt im Elbmarschland zwischen Hamburg und Gestacht. Man nennt es auch Elbgest und es ist eine moorige Heidelandschaft. Von den Mooren ist jedoch nicht viel übrig geblieben. Es ist heute eher eine landwirtschaftliche Nutzfläche mit ein paar Wegen und Ecken, in denen man spazieren gehen kann. Das meiste sind großflächige Weiden für Rinder und Schafsherden, durch dessen Umzäunungen hindurch man sich bewegt. Hier und da wird Raps angebaut, Mais, Getreide und Futter für die Tiere. Zudem liegt das Gebiet direkt am Autobahnzubringer der Hamburger Autobahn. Und diese Autotrasse ist nicht zu überhören. Es liegt ein ständiges, dumpfes Dröhnen über dem Land. Der letzte Winter war gefühlt besonders lang und dunkel, nass und sehr trüb. Die dunkle Zeit kam einem auf diese Art noch viel länger vor. Lange Zeit war es verhältnismäßig mild und von Schnee war weit und breit nichts zu sehen und auch nichts zu erwarten. Schon Ende des letzten Sommers begann im Prinzip ein verfrühter Herbst mit heftigen Stürmen, der Bäume reihenweise entwurzelte, da diese noch ihre Laubkronen trugen und viel zu schwer waren und einfach umkippten. Das meiste davon ist bereits wieder aufgeräumt, doch man kann noch immer viele, viele Spuren davon sehen. Oberhalb der Elbgest hier liegt das Naturschutzgebiet Dahlbeck-Schlucht. Und das kleine Bächlein Dahlbeck, welches diesem Gebiet den Namen gegeben hat, fließt hier im Vossmoor direkt hinunter.
Noch nie waren mir hier besonders viele Tiere aufgefallen. Nicht, dass ich wüsste, dass mir hier irgendwelche Tiere außer Rehen begegnet wären. Ich habe einfach nicht darauf geachtet. Spatzen, Meisen, Tauben, Störche, ein paar Reiher. Okay, die hat man schon gesehen. Aber wenn man tiefer schaut, kann man noch viel mehr entdecken. Ganz so einfach macht es Mutter Natur natürlich nicht. Die meisten Tiere, besonders Vögel, sind sehr einfallsreich beim sich verstecken und in Deckung bewegen. Sie sind überaus scheu und sehr vorsichtig. Ich musste wirklich erst einmal losziehen und diese Gegend, in der ich mich schon Jahre bewege, einfach mal neu erkunden. Auch muss man lernen, sich ganz anders zu bewegen. Viel ruhiger, leiser, gedämpfter. Ich finde, ich habe das recht schnell kapiert und ziemlich schnell meine ersten Freunde gewonnen. Ihr dürft gespannt sein auf die Folgen der nächsten Monate. Ich möchte alle Interessierten recht herzlich dazu einladen, die Videos auf diesem Kanal in den nächsten Monaten weiter zu verfolgen und wünsche viel Spaß.